Guten Nachmittag, meine Lieben. Hier bin ich. Mein Name ist Eva und ich komme zu ihr aus Kanada, Manitoba, Kanada. So, das ist in der Mitte von Kanada. So, jetzt ist es 2023. Und das fühlt sich so komisch an und ich kann das glaub mal denken, dass wir hier jetzt so noch ein Jahr später sind. Das geht so schnell und wie wir älter sind, dann geht die Zeit immer schneller. So, ich habe eine Migräne und das ist so, es tut mir, das fühlt sich so, ich habe so viel Schmerzen hier. So, okay, was bin ich am Arbeiten an hier für meine Stickerei? Und das ist Stitching and Quilting Party. So, kreuz dich und dann mit die Quilts. Wir sagen hier Quilts. Ich weiß nicht, was das ist auf Deutsch, aber ich glaube, dass ihr das versteht. Und hier muss ich nur den Rücken hier in ich habe jetzt gerade das die Worte gehabt und hier so ihr könnt das besser sehen hier. So, ich bin hier gerade hier oben am Berg. Da ist die Sonne. So, und ich habe heute Morgen hier diese Kleidung gemacht. Und es war, dass die haben zwei Nummern für die selbsten Farben. Punkt hier. Ich glaube, ihr könnt das sehen hier. Sieh hier, das ist eins hier und das ist der andere. Und die sind dieselben Farben hier in diesem, ich weiß nicht, was das ist, Block. Siehe? Und die sind, aber die sind verschiedene Farben. So, ich war hier am Sticken und ich habe mir gedacht, ach, ich nehme das nicht mehr raus. So, ich lasse das so. So, jetzt bin ich hier oben am Berg und dieses Farbe ist 3072. So, aber Sie können hier das sehen hier. Sieh, das ist hier, das ist eine Farbe und hier ist eine andere. Und ja, ich habe das, ich wusste das nicht. Und ich habe angefangen und ich habe, aber es ist okay. Ich brauche das nicht aufzuziehen. Raufzuziehen. Ja. So, wie war euren Silvesterabend? War es gut? Ich war in Spitz.
Und ich habe eingeschlafen. Und so, das war okay bei mir. Denn es ist ein anderer Tag. Das ist nicht was zum... Es ist ein Tag wie des nächsten. So, ich habe... Und dass ich alleine bin, you know, da ist niemand da zum, mit zum Partying. So. Aber wenn ich, wenn ich junger war, dann hat meine Eltern, ach, die hatten die Partys. Oh, das war laute Musik und Tanzen und Alkohol. Die haben getrunken und es war, oh. Und die gingen bis 3 oder 4 Uhr im Morgen. Und wir waren oben, versuchen zu schlafen. Und meistens ging es gut. Und wir kamen runter und da waren die Leute überall. Wo die gefallen waren, haben sie da eingeschlafen. So. Und die haben das deutsche Musik gespielt. Und das war James Last. Was war sein Name? Kino? Heino, ja, ich glaube, es war so. Und, haben sie. Es war so laut, so laut. Ich weiß nicht, ob die Nachbarn können auch schlafen. Ich weiß nicht. Ich war nur klein, ich war 5 Jahre alt oder so. Und dann, die haben, das nächste Jahr ging es in jemand anderes. Und ja, wir waren alleine zu Hause. Und die gingen alle raus. Na man, die können das nicht heute das machen. Das geht nicht. Aber... Die waren raus und gingen am Besuch und alles. Manchmal habe ich die Treppen runtergenommen und habe ich mich da, ich war da am Sitzen und ich habe das Musik angehört. Und das mag ich. Ich habe es, wenn ich jung war, mag ich das. Und dass ich älter bin, mag ich das. Heinche? Heinche, ich glaube. Ist das der richtige Name? Ja. Aber es waren so viel. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. 10, 12 Paar? No. 6 Paar. So.
Naja, die haben eine gute Zeit gehabt. War aber viel Alkohol. Viel, viel Alkohol. Die waren am Trinken. Och, och. Und unser Haus war ganz groß, riesengroß. Und so, nicht wie die, wir sagen hier, Monsterhouses. So, oder Monsterhaus. Oder Häuser. Aber wir hatten, die waren wie Victorian-Häuser. Kennen Sie das? Ja. So, ja, ich bin hier am Arbeiten. Heute habe ich gekauft von Stitching with the Housewives. Die haben 20% runter von dem Preis. Ich weiß nicht, wie jetzt. Es ist 20% weg. Ist das richtig? Ist nicht. Ich weiß nicht. Bei uns ist es warm für unsere Gegend. Okay. Es ist -7 und das ist warm für uns hier im Januar. Ja. So. Aber ja, ich hab von Stitching with the Housewives habe ich gekauft und warte mal, ich hoffentlich kann ich euch das zeigen, was die alles sind. Das ist ein zwei. Das ist 3. Das war 4. Und ja, das ist das letzte. Das ist Januar. So. Und das sagt hier oben Schnee. Okay. Snow. Schnee. So habe ich mir das eingekauft. Gekauft. Ja, ich habe mir das gekauft. So. Ja, und das ist auf Etsy. Sie können das finden. Es ist, aber das ist nur bis zum Mittag. Nein. Mitternacht. 24 Uhr. Und dann geht es vorbei. So, ich hoffe, dass ich kann einen Anfang, so dass ich das unterwegs habe. Und die dauern nicht lang zum Sticken. Ja,
aber die 5 waren ungefähr 35 Dollar. Und das ist kanadische Dollar. Okay. Ich weiß nicht, was das ist auf Euros oder Pound oder US-Dollar, die Australien-Dollar, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es hier ist es für die 5 waren 35 Dollar. Ja, es ist ungefähr was, 8 Dollar im Stück. So, was machen Sie, was machen ihr für dieses Jahr? Haben Sie was vorgestellt, dass ihr dieses Jahr machen kann? Für mich ist es mein Geld zum Aufpassen, was ich kaufe. So, diese Patterns, ich habe 50 Dollar im Monat. Nur für mich. Das ist mein Spielgeld. So, ich kann kaufen, was ich will. Und das ist nur, sag mal, für Stricken, Kreuzstich, Häkeln, so. Was ich will. Audiobücher. Ja. Und so, ich habe 50 Dollar jeden Monat. So, ich werde sehen, ob ich mehr Geld nicht verlieren und dass es am Ende des Monats mehr Geld habe sonst wie nichts haben. So, ich habe ein Buch hier, dass ich schreiben kann, was ich alles einkaufen, wo mein Geld geht. So, Sie müssen schon wissen, dass der Pope Benedikt gestorben ist. Was war sein Name? Ratzinger. Und ja, er ist gestern gestorben. Und es waren so viele, haben dieses Jahr gestorben. Oder letzten Jahr gestorben. Das ist unglaublich. Wir haben so viele Leute verloren. So. Okay. 19 Minuten. Okay, was mache ich hier jetzt? So. Ich muss richtig auf mir
angucken, was die Farben sind, dass ich die richtige Farbe habe. Ich habe das niemals gesehen, dass die so, dass es so nicht das Wort. Ich würde sagen hier auf Englisch, out of whack. Das ist nicht richtig. So. So ja, ich bin nur hier alleine. Und ich glaube, dass ich würde mich umziehen und meine Pyjamas anziehen und werde ich ins Bett liegen. Es ist 1500 Uhr, aber dass ich hier so viel Schmerzen habe. Ich kann gar nichts mehr tun, denn wenn ich meinen Kopf hier so mache, dann wird es immer schlimmer. So. Und Lilibel und die Katzen, die sind am Schlafen. Alles ist ruhig und das ist gut für mich. Heute Morgen war ich in die Kirche. Wir waren nur vier Leute. Das ist auch unglaublich, dass die Leute, die gehen nicht mehr in die Kirche. Wenn ich jung war, alle Leute gingen zum Kirche. Und wo man einkaufen gehen kann, sag mal, was ist das? Walmart, Aldi's, sie können das kennenlernen. Warum geht das so? Och, ich lasse das, ich kann nichts mehr mit das tun. So, und alles war geschlossen. Und wir waren alle in die Kirche. Aber dann Montag früh war alles offen wieder. So, die Zeit geht und ist alles was anderes. Es ist, wie es ist heute, ist es nicht, was es war, wenn ich jung war. Und hier, die sagen, das ist Progress, aber nicht für mich.
Ja, okay. Ich bin hier bald. Das mag ich, denn mit die Motivs, dann geht es ganz schnell, kann man das sehen und dann, dann ist man fertig mit das. Dann können Sie mal hier mehr weitergehen. So, okay. So, ich weiß nicht, ob ich mehr sticken kann oder muss ich das lassen bis morgen. Das weiß ich nicht. Ich werde sehen. Naja. So. Okay, ich werde euch mal hier. Ist das, wo ist das dann? Kann nicht sehen. Ich kann sehen, aber es Oh, okay. Es war da, aber ich konnte das nicht. Okay. So. Danke, Jesus, dass du mein Herr und Retter bist. Danke, dass du mich von meinen Sünden gerettet hast. Danke, dass du in meinen dunkelsten und tiefsten Momenten da warst. Danke, dass du mich so liebst, wie du es tust. Danke, dass du so am Kreuz für mich gestorben bist, meine Sünden mögen vergeben sein. Amen. So, ich sage das für euch alle und das ist von meinem Herz zu deinem Herz. Und ich wünsche das für euch alle. So, okay, so bitte können Sie mir Daumen hoch, was schreiben, dass man zum jemand anderes mein Kanal. Sie können das geben. Und ja, dass ihr ein gutes neues Jahr haben, dass alle ihre Wünsche kommen zu euch und hoffentlich, wie die Zeit geht, komme ich besser. So, aber heute, nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nicht mehr. So. Okay, meine Lieben, ich grüße euch alle von Kanada. Und vielleicht können Sie mal hier am Besuch. Kanada ist ein wunderschönes Platz. Und wir haben viel und es ist so groß. So groß. Und es würde von Osten bis zum Westen. Und wir sind gerade in die Mittelzeile. So. Okay, ich wünsche euch alles einen guten Abend. Bis nächsten Mal. Tschüss, meine Liebe. Auf Wiedersehen.